Ich hätte nicht gedacht, dass das Jugendcoaching mir eben einen extra Jugendcoacher zur Verfügung stellt, der mit mir meine Ideen fördert von quasi Angesicht zu Angesicht und mit mir dann auch Ideen bespricht, wo ich meine Interessen fördern könnte und wo ich die in einen Beruf umsetzen könnte. Die Beratungen haben meistens im Büro stattgefunden oder einfach per Handy. Beim Jugendcoaching hat mir sehr gut gefallen, dass sie einfach, wenn du was gebraucht hast, sie hat es dir gut erklärt und sie hat es dir auch 20.000 Mal erklärt, bis du es halt wirklich mal verstanden hast und sie doch nie locker gelassen. Mein Jugendcoach würde ich als sehr sympathisch, nett und lustig beschreiben und sei eine sehr fröhliche Person. Durch Jugendcoaching habe ich mir quasi mehrere Sachen angeschaut, auch Sachen, die ich mir nicht gedacht habe, dass ich die mal machen würde. Ich habe sehr viel angeschaut, auch in der Gastro, im Einzelhandel, in Textil, auch in der Gärtnerei, was ich mir gar nicht gedacht hätte. Aber letzten Endes hat mir eigentlich alles sehr gut gefallen. Ich rate anderen Jugendlichen, wenn sie wirklich Probleme haben, Jobs zu finden oder generell, dass sie sich einen Jugendcoaching suchen, weil dort lernen sie wirklich vom Arbeitsleben und wie man richtig Bewerbungen schreibt. Das war mein Weg, wähle deinen. Das ist mein Weg, wähle deinen. Das ist mein Weg, wähle deinen. Das Jugendcoaching wird finanziert vom Sozialministerium Service.